Heute ohne Fußbank, Freunde. Liebe Bürger, liebe Erfurter, liebe Landsleute, ich danke euch für euer Kommen zu der heutigen Protestaktion. Es ist klar, normalerweise hätten wir an einem Sonntagnachmittag was Besseres zu tun. Aber die Zeiten sind nicht mehr normal. Es geht um unsere Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder und die Zukunft unseres Landes. Die regierenden Volksverächter in Bund und Land sind dabei, unsere Heimat mit einer unkontrollierten Massenzuwanderung vollständig zu verändern. Es ist ein Umbau im historischen Maße in Gange. Und ich frage euch, wohin soll die Reise gehen? Unsere Medien gaukeln uns ein buntes, fröhliches Land mit Menschen aus allen Herren Ländern vor, die friedlich zusammenleben. Aber es droht uns in Wirklichkeit ein Land, in dem Misstrauen, Neid, Hass und Gewalt vorherrschen werden. Schreibt euch das auf. Es geht nicht nur um das Problem der Überfremdung, es geht um die Zerstörung des sozialen Zusammenhalts unserer Gesellschaft. Mit der fortlaufenden Masseneinwanderung in unsere Sozialsysteme droht der Zusammenbruch der Sozialsysteme. Und nun wollen die Sozis und die Merkelisten die Armen und die Migranten um die sozialen Leistungen konkurrieren lassen. Die immer knapper werdenden Sozialleistungen, um die kämpfen jetzt Mindestlöhner, Mindestrentner, Hartz IV und illegale Migranten. Das ist nicht hinzunehmen. Jeder halbwegs intelligente Mensch weiß, ein funktionierender Sozialstaat beruht auf einer begrenzten Solidargemeinschaft. Man kann nicht die Solidargemeinschaft auf die ganze Welt ausdehnen. Wer nationale Grenzen auflöst, zerstört die Staaten und die tragenden Solidargemeinschaften. Ich sage euch, den Ideologen von Multikulti ist das Schicksal der kleinen Leute völlig egal. Das Multikulti-Projekt ist ein Projekt von Reichen für Reiche. Die Reichen und ihre Familien, sie leben in sicheren Gebieten. Die Reichen wohnen nicht in der Platte, nicht in den sozialen Brennpunkten. Ihr wohnt dort. Die Zeche wird wie immer der kleine Mann bezahlen von diesem Projekt. Noch wird dieses Wahnsinnsprojekt Zuwanderung durch euch, durch die arbeitende Bevölkerung und durch unsere Wirtschaftskraft getragen. Aber wehe, wenn eine Wirtschaftskrise oder allgemein leere Kassen dieses Treiben beendet. Spätestens dann fliegt uns das ganze Ding um die Ohren. Daher stehen wir heute auf, um diesen Politikern da oben ein klares Nein entgegenzurufen und um diesen Wahnsinn zu stoppen. Wir schlagen Alarm. Alarm, die alternative Arbeitvertreter Mitteldeutschlands. Nachdem die Altparteien die kleinen Leute schmählich im Stich gelassen haben, sind wir, die AfD und Alarm angetreten, um sich die Belange der normalen Bürger, der Arbeiter und der kleinen Angestellten anzunehmen. Die patriotische Gewerkschaft Alarm wurde gegründet. Ich fordere euch auf, tretet ihr bei, hier vorne rechts am Lautsprecherturm rechts von uns, gibt es Aufnahmemöglichkeiten, gibt es die Möglichkeit, eure Daten zu hinterlassen, damit wir gemeinsam kämpfen und die soziale Frage nicht nur im Parlament stellen, sondern immer wieder, wie heute auch auf der Straße, es zu thematisieren. Wir werden nicht locker lassen, das sind wir euch, euren Wählern und unseren Bürgern schuldig. Dankeschön.